Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Rezensionsvideo. Ich möchte euch heute einen Roman vorstellen, und zwar Fang den Hasen von Lana Bastasic. Lana Bastasic ist Serbin, die in Bosnien aufgewachsen ist. Das Thema hat mich sehr interessiert. Also ich habe den Roman von einem Freund, dem Vinny, empfohlen bekommen, der sehr gute Empfehlungen immer ausspricht. Und es hat mich besonders eben interessiert, weil ich mich im vergangenen Winter und Herbst mit dem Thema Bosnien, mit der jüngeren Geschichte Bosniens beschäftigt habe an der Universität. Also ich habe das gemacht mit dem Fokus auf den Völkermord von Srebrenica, aber auch, ja, es ging auch um den Zerfall Jugoslawiens. Und da habe ich eben sehr viel über Bosnien gelernt und hatte eigentlich erwartet, dass in dem Roman es mehr um, ja, um die jüngere Geschichte eben geht. Es geht auch ein bisschen um Geschichte, aber es geht vor allem um die Freundschaft zwischen zwei Mädchen, und zwar zwischen Sara und Leila. Sara und Leila sind sehr unterschiedlich. Die Geschichte erinnert auch sehr stark an Elena Ferrantes neapolitanische Saga, also diese Geschichte, die anfängt mit Meine geniale Freundin. Zwischen Elena und Lila gibt es ja auch eine Freundschaft, die sehr, ja, fast möchte man sagen, toxische Züge hat. Also die sind nicht nett zueinander. Also vor allem die eine ist zur anderen nicht so nett. Und so ist es hier eben auch. Sara ist Serbin, sehr angepasst. Ihr Vater ist Polizeikommandant. Sie ist eher brav. Und Leila ist Bosniakin, also gehört der ethnischen Bevölkerungsgruppe der Muslime an. Und sie ist sehr unangepasst, sehr wild, nicht so ehrgeizig. Also sie ist einfach so die, ja, und manchmal auch eben gemein und abwertend Sara gegenüber. Ich habe immer so ein bisschen so ein Problem mit so Geschichten, die so eine toxische Freundschaft beschreiben. Elena Ferrantes neapolitanische Saga fand ich sehr toll, muss ich zugeben, weil ja, weil einfach die Hintergründe so spannend sind. Das ist sehr psychologisch. Hier ist es weniger der Fall. Also das ist auch das, was ich hier auch ein bisschen vermisst habe. Es ist ja klar, dass das, wenn ein Mensch irgendwie ist, also so, dass er den anderen abwertet oder so, das hat auch Gründe. Das ist oft so, dass das jemand zum Beispiel ist, der selbst sehr traumatische Erfahrungen gesammelt hat. Und das ist bei Leila sicher der Fall. Aber man möchte einfach, würde gerne mehr über die Hintergründe erfahren. Und das tut man hier nicht wirklich, muss ich sagen. Es ist so, dass der Krieg auch nicht explizit irgendwie thematisiert wird. Es wird thematisiert, dass es eine starke Veränderung gibt in der Kindheit oder Jugend der Familie von Leila. Sara ist ja Serbin. Und Leila eben Bosniakin. Leila hat einen Bruder, Saras Einzelkind. Leila hat einen Bruder, Armin, der spielt auch eine sehr wichtige Rolle. Also ja, eigentlich mit einer der wichtigsten Rollen. Das ist so der Kindheits- und Jugendschwarm von Sara. Die verliebt sich schon als Kind in ihn und trägt ihn eigentlich bis ins Erwachsenenalter. Also bis zum Beginn der Geschichte eigentlich in ihrem Herzen oder bis zum Ende der Geschichte in ihrem Herzen. Also das ist immer so ein bisschen, ja, so was wie ihr Seelenverwandter vielleicht oder so. Und die Geschichte beginnt eben damit, dass Sara in Dublin ist und nach 12 Jahren plötzlich wieder von Leila hört. Also die beiden. Die Freundschaft ist irgendwie auseinandergegangen, das ist irgendwie zerbrochen, man weiß am Anfang nicht warum. Die Gründe werden später natürlich erörtert. Und sie kriegt eine SMS, in der Leila schreibt, dass sie sofort nach Mostar kommen muss und sie nach Wien fahren muss. Und erst sagt Sara natürlich, nee, was ist denn los und so? Wieso soll ich jetzt nach Mostar fliegen? Ich habe hier anderes zu tun. Und dann schreibt Sara ihr, und dann schreibt Leila ihr eben, Armin ist in Wien. Und ja, da hat sie sofort. Also Sara fliegt dann tatsächlich nach Sarajevo, glaube ich, denke ich, und fährt dann weiter nach Mostar.
Und fährt dann mit dem alten Astra, glaube ich, ist es, von Leylas Mann. Leyla selbst kann nicht fahren. Mit dem fahren sie dann quer durch Bosnien, quer durch ja, Ex-Jugoslawien und dann Österreich nach Wien eben. Es ist auch sehr symbolhaft erzählt. Also zum Beispiel ist Bosnien wird da als ja, das schwarze Herz Europas geschildert. Also es ist da immer dunkel. Das ist, Saga verliert da etwas die Orientierung, weil sie denkt, ja, es ist jetzt schon Nacht oder so. Dabei ist es irgendwie erst 2 Uhr nachmittags oder so. Und Leyla ist schon daran gewöhnt. Also die beiden kommen ursprünglich aus Banja Luka. Banja Luka ist die de facto Hauptstadt der Republika Srpska heute. Die Republika Srpska ist wiederum eine Entität von Bosnien-Herzegowina. Also Bosnien-Herzegowina ist aufgeteilt in 2 Entitäten. Die serbisch dominierte Republika Srpska und der Teil, die Föderation Bosnien, in der eben vor allem Bosniaken dann leben. Und ja, also die beiden fahren dann eben mit diesem Auto durch die Gegend. Leyla behandelt Saga überhaupt nicht nett. Also sie ist sehr abwertend. Die lässt sich auch alles Mögliche gefallen, Saga. Und ich fand es sehr unangenehm. Also ich muss sagen, ich hatte ein Problem damit, diese Charaktere sympathisch zu finden. Bei Meine geniale Freundin, also bei der neapolitanischen Saga von Elena Ferrante, ist mir das deutlich leichter gefallen. Aber hier hat man auch irgendwie nicht so viel über die erfahren. Das Buch ist natürlich auch viel kürzer und ja, weniger, also man erfährt weniger über die Hintergründe, was ich schade finde. Und ja, die beiden fahren dann eben nach Wien. Es wird erzählt, was die auf ihrer Reise erleben. Und parallel dazu wird in jedem Kapitel auch die Vergangenheit erzählt. Also von, ja, von dem Zeitpunkt, an dem sich die beiden kennengelernt haben bei der Einschulung, von, also über ja, so eine Geburtstagsfeier mal bei Leyla, bis hin zu ja, dieser Veränderung, dass eben die Familie von Leyla ihren Namen dann ändert. Also die Mutter, die ändert dann plötzlich den Namen von Begic zu Beric. Und Leyla heißt dann nicht mehr Leyla, sondern Leyla nur noch. Und der Armin heißt dann Marco. Aber für Saga bleibt Leyla eben immer Leyla. Und sie nennt sie nie nur Leyla. Also einmal mit J, das Bosniakische, und einmal nur Leyla. Das ist dann so diese serbische Form. Weil die Mutter will sich anpassen, denn die Bosniaken haben vor allem in der Republika Srpska ganz schlimme Diskriminierungen erlebt. Also da gibt es dann auch die Geschichte, dass dann so Hunde in der Nachbarschaft vergiftet werden. Und natürlich heißt es, ja, das waren die Bosniaken. Und das ist ganz schlimm, also die leiden da sehr darunter. Und Armin verschwindet dann auch eines Tages. Das ist dann so sehr traumatisch, weil man nicht weiß, was mit ihm passiert. Und deswegen fahren die beiden dann eben auch nach Wien, weil Saga natürlich die Hoffnung hat, dass sie ihre große Liebe einfach da wieder sieht. Wobei Saga in Dublin schon mit einem anderen Mann zusammen ist. Ich glaube, Michael heißt er. Und er ist Programmierer. Und ja, aber es ist einfach nicht die große Liebe, sondern es ist einfach irgendeine Beziehung. In ihrem Herzen ist immer Armin ihre große Liebe geblieben. Es geht um, im Titel heißt es ja, der heißt ja Fang den Hasen und da sieht man auch Dürers Hasen drauf. Es geht eben um eine Geschichte auch, in der, ja, dieser Hase ist ein Leitmotiv. Das ist einmal so, dass Leyla möchte einen Hasen haben und dann gehen sie auf den Markt und sie möchte diesen Hasen kaufen und dann passiert aber was. Und ja, und das ist dann so, dass Leyla Saga auf eine bestimmte Weise ansieht und Saga stiehlt diesen Hasen dann. Und der Hase von Dürer spielt auch eine wichtige Rolle. Also das Gemälde tatsächlich. Das ist auch ein wichtiges Leitmotiv, vor allem im Zusammenhang mit Armin.
Genau, und ich muss eben gestehen, wie ich schon erwähnt habe, dass ich mit dem Buch nicht so richtig warm geworden bin. Also ich konnte diese Begeisterung dafür nicht entwickeln. Das hat verschiedene Gründe. Ich war einerseits ein bisschen enttäuscht, dass das Thema, also diese Geschichte Bosniens, keine so große Rolle gespielt hat und dass viele, ja, so Hintergründe einfach nicht, also unausgesprochen natürlich geblieben sind. Man kann sich vieles denken, klar. Also ich weiß ja einiges über das Thema und kann mir deswegen vorstellen, warum Leila so ist, wie sie ist und warum sie Sara so schlecht behandelt. Aber nichtsdestotrotz habe ich das einfach als sehr unangenehm erlebt, diese toxische Freundschaft eben, dass jemand da immer so schlecht behandelt wird und der andere das mit sich machen lässt und so. Das ist, ja, das hat, finde ich, Elena Ferrante besser erzählt in meinen Augen. Ja, die Geschichte schwebt manchmal auch sehr stark in der Luft und so. Und ja, ich fand es teilweise, hat es sich auch ein bisschen gezogen. Ich hätte gedacht, dass diese Reise irgendwie, ja, irgendwie aufwühlender ist. Und dass man mehr über die Charaktere erfährt und ja, sich da mehr einfühlen kann vielleicht. Also das ist mir da ein bisschen zu kurz gekommen. Und ja, mich interessiert das Thema natürlich sehr. Also Bosnien, ich habe darüber auch sehr viel gelesen. Und ja, über diese Segregation hätte ich auch gerne noch mal mehr erfahren. Also es gibt ja da sowas zum Beispiel auch wie die zwei Schulen unter einem Dach. Das ist in Bosnien-Herzegowina gibt es dieses Konzept, dass man quasi ein Gebäude hat in einer Gemeinde, in einem Dorf. Und da gibt es zwei Eingänge. Einmal für die Bosniaken und einmal für die Kroaten oder Serben eben auch. Und die gehen da rein und sind in zwei unterschiedlichen Welten, obwohl sie im gleichen Gebäude sind. Also die Bosniaken haben oft sehr verfallene Klassenzimmer, die Kroaten dann sehr viel besser ausgestattete Räume. Und die haben auch unterschiedliche Lehrpläne, unterschiedliche Schulbücher, die wachsen mit unterschiedlichen Geschichten auf. Also die Geschichte ihres eigenen Landes wird ihnen unterschiedlich vermittelt. Und das ist, finde ich, zum Beispiel eine wahnsinnig seltsame Vorstellung, dass Kinder in das gleiche Schulgebäude gehen, aber in zwei unterschiedlichen Welten aufwachsen. Klar, das muss natürlich nicht in jedem Buch thematisiert werden, aber Dinge, die so in diese Richtung gehen, also wie der Alltag heute noch von dieser Segregation zum Beispiel geprägt ist, wie heute noch Diskriminierung stattfindet, das hätte ich da schon gerne auch drin vielleicht widergespiegelt gefunden, weil das wirklich ein großes Thema ist und aber gut, es ist natürlich, jeder Autor entscheidet sich natürlich selbst dafür, wie er eine Geschichte erzählt und was er da in den Mittelpunkt stellt. Und da steht im Mittelpunkt schon eher diese Freundschaft, die in meinen Augen nicht wirklich eine Freundschaft ist. Ich würde sagen, ja, im Großen und Ganzen war ich eher enttäuscht von dem Buch, aber das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass meine Erwartungen sehr hoch waren und dass ich mich mit dem Thema eben sehr intensiv beschäftigt habe. Und da auch vielleicht was Falsches erwartet habe. Also ich kann es Leuten empfehlen, die gerne über toxische Mädchenfreundschaften was lesen möchten. Ja, also ich fand ehrlich gesagt diesen Roadtrip jetzt auch nicht so spannend. Also natürlich sind es innere Prozesse, die da stattfinden, aber ich hätte mir einfach mehr erwartet. Insofern, ja, ein Buch, das ich jetzt nicht unbedingt gelesen haben muss. Also ich hätte darauf auch verzichten können. Auch wenn das Thema Bosnien mich sehr, sehr interessiert. Genau. Das war meine Meinung zu Fang den Hasen von Lana Bastasic. 2020 ausgezeichnet mit dem Literaturpreis der Europäischen Union, habe ich hier hinten gerade gelesen.